Hallo, ich bin Habrock und im Gegensatz zu den Vorjahren erzähle ich diesmal nichts über Großrechner, sondern über AIS oder Schiffe erkennen leicht gemacht. AIS, was ist das? Das ist das Automatic Information System, dient zur Verbesserung der Sicherheit und Lenkung des Schiffsverkehrs, seit Ende 2004 im internationalen Verkehr verpflichtend. Und es ist ein kooperatives Verfahren. Das sieht so aus, dass Schiffe unter bestimmten Bedingungen Informationen zu ihrer Position, Fahrt, Größe und so weiter aussenden, damit halt andere Schiffe und auch Verkehrszentralen an Land solche Fragen beantworten können, wie dieser Punkt auf dem Radarschirm, wie kann ich den jetzt eigentlich mit dem initiieren, um irgendwelche Absprachen zu treffen, zum Beispiel. Kooperatives Verfahren insofern, dass jede Station dafür verantwortlich ist, selber korrekte Daten zu liefern und es nicht irgendwie kontrolliert wird oder nachvollziehbar ist, wenn falsche Informationen kommen oder wenn jemand die entsprechenden Funkkanäle zuspammt oder so. Ja, also es gibt auch schon seit vielen Jahren dann Stationen, die diese Signale einfach auffangen und die dann zusammenfassen. Und im Internet gibt es dann mehrere Seiten, die die Daten darstellen, zum Beispiel Marine Traffic, Vessel Tracker, Vessel Finder oder AIS Catcher. So bin ich auf das Ganze dann auch irgendwann aufmerksam geworden. Also es ist schon seit vielen Jahren so, dass ich aus Interesse auf solchen Seiten nachschaue, wenn mal wieder ein Schiff in den Nachrichten ist, weil es sich irgendwo festgefahren hat. Zum Beispiel wie der Ever Given im Suezkanal. Also was passiert dann eigentlich mit anderen an anderen Schiffen, um das Problem zu lösen? Also wie viele Schlepper, welcher Größe sind da eigentlich im Einsatz und was machen die? Das lässt sich darüber gut nachvollziehen. Ja, dann im Mai diesen Jahres habe ich eine Frachtschiffkreuzfahrt gemacht, sprich ich war auf eine Woche als Passagier auf dem Containerschiff und habe mir im Vorfeld dann das AIS etwas genauer angeschaut, da ich gesehen hatte, dass so ein normales Software-Defined Radio Empfänger auch AIS-Signale aufnehmen kann und habe dann zu Hause bzw. im Clubraum in Mannheim ein bisschen mit rumgespielt. Also auch auf dem Rhein sind da Schiffe unterwegs, ja. Und was ich da dann gesehen habe, waren halt auf ein paar Kilometern auf dem Rhein und Neckar, ja, so eine niedrige zweistellige Zahl von Schiffen. Also das ist jetzt tabellarische Ansicht von ein paar Schiffen. Ja, da die Kabine auf dem Frachtschiff gewissermaßen in der großen Stahlbox ist und ich die Antenne dann einfach drinnen stehen hatte, hatte ich eigentlich nicht erwartet, sonderlich viel zu sehen oder vielleicht nur in bestimmten Richtungen und war dann durchaus überrascht, als ich als wir noch in Rotterdam lagen, den Empfänger angemacht habe, was ich da dann alles sehe. Also das waren dann hunderte Sender, die dann gleichzeitig sichtbar waren und auch irgendwie so in dreistelliger Entfernung. Also jeder farbige Punkt ist irgendein Sender und wenn man sich vorstellen kann, diese Punktwolke bei Rotterdam
da sind noch eine ganze Menge ausgeblendet. Ja, dann hat mich doch interessiert, wie funktioniert das technisch genauer? Also, wer nimmt eigentlich an diesem Funkverfahren teil? Da hätten wir einmal Sendeempfangsanlagen der Klasse A mit 12,5 Watt Sendeleistung. Das sind Schiffe mit einer Größe, also Frachtschiffe mit einer Größe über Bruttoraumzahl 300. Dass man sich vorstellen kann, das ist ungefähr die Größe eines Hafenschleppers. Und Passagierschiffe ab einer gewissen Größe, die müssen so eine Sendeanlage dann haben und betreiben. Andere Schiffe, auch wenn sie sehr groß sind, müssen das nicht haben. Also Marineschiffe und Privatjachten müssten sowas grundsätzlich nicht haben, aber haben es im Allgemeinen doch und im Fall von Marine und sonstigen Behördenschiffen halt gerne auch mit abschaltbarem Sender, weil da kann man sich ja leicht Situationen vorstellen, wo die vielleicht nicht ihre Position mitteilen wollen. Dann alle Schiffe, die nicht in die Klasse A fallen, können eine kleinere Station der Klasse B nutzen. Das wäre bis 2 Watt Sendeleistung. Und die Klasse B muss auch weniger Informationen übermitteln. Da komme ich aber noch dazu. Dann haben wir als Teilnehmer Basisstationen. Das sind zum Beispiel irgendwelche Verkehrszentralen, die in enger befahrenen Wasserstraßen, wie zum Beispiel Rotterdam, Hamburg, Elbe und so weiter, dann den Verkehr regeln. Dann haben wir als Sender noch die Navigationshilfsmittel oder auf Englisch Aids to Navigation, kurz ATON. Das sind zum Beispiel Seezeichen, die irgendeine Sperrgebiete markieren. Da muss dann auch nicht jedes Seezeichen einen eigenen Sender haben, sondern da können auch virtuelle AIS-Sender gesetzt werden. Also dass zum Beispiel nur auf einem Seezeichen einen Sender setzt und der dann das Signal für die anderen Seezeichen auch mitschickt. Und wenn man da ein bisschen danach schaut, sieht man auch noch andere Einsatzzwecke für diese ATON-Meldungen, nämlich dass Basisstationen eine Markierung senden für, ja, hier fehlt das Seezeichen. Aber wir konnten es noch nicht ersetzen. Dann Search and Rescue Fluggeräte, also Rettungshubschrauber und Rettungsflugzeuge haben solche Sender an Bord und auch die verschiedenen Notfunksender, die auf einem Schiff vorhanden sind, können AIS-Sender an Bord haben. Also zum Beispiel die neueren EPIRB-Bojen, die sich automatisch einschalten, falls das Schiff untergehen sollte und die Position markieren. Die können neben den anderen Kanälen auch im AIS ihre Position senden. Dann, wie gesagt, das, grundsätzlich gilt das nur für Schiffe in internationaler Fahrt. Allerdings findet sich zum Beispiel auf dem Rhein die Anforderung für Inland-AIS. Also das sind dann auch Sender der Klasse A mit Erweiterungen, speziell für den Rhein, für Schiffe, die nicht sowieso einen Klasse A-Sender mitführen müssen. Ja, dann was senden die Schiffe?
Also einmal statische Schiffsdaten, die sich nicht oder normalerweise nicht ändern. Und da wäre einmal die IMO-Nummer, International Maritime Organization. Die gibt es seit 1987, ist siebenstellig und ist eindeutig für ein Schiff und bleibt auch vom Bau bis zur Verschrottung erhalten. Insofern finde ich es schade, dass die normalerweise nicht in Presseartikeln zu irgendwelchen Schiffen genannt wird, sondern da wird dann der Schiffsname genannt, der aber gern mal mehrfach vorkommen kann und auch über die Lebensdauer des Schiffes nicht eindeutig ist. Also der Schiffsname ist dann auch in den ALS-Daten drin, mit einem Platz für, also mit 20 Zeichen Platz. Dann haben wir das Funkrufzeichen des Schiffes mit maximal 6 Zeichen. Die MMSI-Nummer, also Maritime Mobile Service Identity. Und das ist eine eindeutige, ist sozusagen vergleichbar mit einer Telefonnummer für eine Funkstation, die im maritimen Funkverkehr teilnimmt, wenn man sie zum Beispiel dann auf Schiffen findet. Wobei diese Nummer dann für sämtliche Funkanlagen auf einem Schiff gleich ist. Ja, dann wird geschickt der Schiffstyp, also ist es ein Frachter, ist es ein Tanker, Schlepper, Passagierschiff, Rettungsboot, Sportboot und die Abmessungen des Schiffes. Das ist so gelöst, dass der Abstand der GPS bzw. genauer GNSS-Antenne von Bug, Heck, Backbord und Steuerbordseite angegeben wird, jeweils in Metern. Dann schickt das Schiff automatisch auch dynamische Schiffsdaten, also den Navigationsstatus. Fährt es unter Maschine, unter Segeln, liegt es vor Anker, ist es festgemacht und so weiter. Es gibt insgesamt 16 Optionen dafür. Dann die Schiffsposition, also Längen- und Breitengrad in der Genauigkeit von einem Zehntausendstel Minute. Das wären also so knapp 20 Zentimeter Genauigkeit. Könnte man da liefern, wenn man die eigene Position so genau kennt. Und die Zeit, zu der die Schiffsposition gesendet wurde, in Sekunden. Kurs über Grund in ein Zehntel Grad Genauigkeit. Die Geschwindigkeit über Grund mit einer Genauigkeit von 0,1 Knoten. Beziehungsweise für die SAR-Fluggeräte dann mit einer Genauigkeit von einem Knoten. Dafür kann man eine höhere Geschwindigkeit angeben. Dann Vorausrichtung, diesmal den Grad und die Drehrate des Schiffes. Ja, und dann gibt es noch die Reisedaten, die manuell eingegeben werden müssen und die dann dementsprechend noch nur bei Klasse A Anlagen ausgestrahlt werden müssen, bei Klasse B nicht. Also da wären der aktuelle maximale statische Tiefgang mit einer Genauigkeit von 10 cm. Maximal, weil je nach Beladungszustand und so weiter kann der am Bug und am Heck durchaus unterschiedlich sein. Und statisch, weil Strömungseffekte den sowohl erhöhen als auch verringern können. Dann grob die Gefahrgutklasse der Ladung. Irgendwie vier Möglichkeiten, aber da habe ich nicht genauer reingeschaut. Das Reiseziel mit einem Platz für maximal 20 Zeichen. Häufig wird da der UN-Low-Code angegeben. Da gehe ich gleich noch genau drauf ein. Und die geschätzte Ankunftszeit, also Datum, Stunde und Minute. UN Low Code ist ein fünfstelliges Kürzel für Orte,
die für den Handel relevant sind oder sein können. Darunter fallen natürlich auch Häfen. Besteht aus einem zwei Zeichen langen Länderkürzel und dann drei Zeichen, die irgendwie landesintern vergeben werden. Hier ein paar Beispiele. Die obere Zeile in Deutschland, das wäre Hamburg, Darmstadt, Bremerhaven. Und es kann auch vorkommen, dass ein Ort dann mehrere Kürzel hat, wie hier Kiel und Kiel-Nordostsee-Kanal. Unten dann zwei internationale Kürzel. Das wären in den Niederlanden Rotterdam und Höxet in Norwegen. Ja, das ist der komplette Hafen von Höxet. Also auch kleinere Häfen oder Anlagen können ein eigenes Kürzel haben. Also ja, dieses kurze Stück Beton, was man hier sieht, das sind vielleicht 50 Meter und ja, das ist der komplette Anleger. Ja, teilweise findet man auch dann bei Schiffen aufgeführt, was für AIS-Nachrichten sie eigentlich versenden. Da hat mich dann natürlich interessiert, wofür stehen die einzelnen Zahlen. Das ist so eine Liste, die man dann im Netz finden kann, bei Wikipedia. Das sind die häufigsten Nachrichten. Also Nummer 1, reguläre Positionsmeldung von einer Klasse A-Anlage. 4, Meldung einer Basisstation. 5, reguläre Schiffs- und Reisedaten Klasse A. 9, Positionsmeldung eines SAR-Luftfahrzeugs. 12, sicherheitsbezogene Nachricht adressiert an eine Anlage. 14, sicherheitsbezogene Nachricht im Broadcast. 18, die reguläre Positionsmeldung Klasse B. 21, Positions- und Statusmeldung eines Navigationshilfsmittels. Und 24, statische Schiffsdaten. Vermutlich ging es nicht nur mir so, dass man sich dann fragt, okay, was ist mit den Lücken da dazwischen? Was sind das denn für Meldungen? Also jedenfalls mir ging es so. Also deswegen mal danach geschaut. 2 und 3 sind auch nochmal Positionsmeldungen der Klasse A. Also 3 als Antwort auf eine Abfrage. Aha, es können also Stationen, offenbar andere Stationen, auch nach irgendwelchen Daten fragen. Die ID 6 ist eine Binärnachricht an einen Empfänger. ID 7 ist dann die Empfangsbestätigung zur Nachricht 6. 8 ist auch Binärnachricht, aber Broadcast. 10 und 11 sind Frage an eine Station, beziehungsweise die Antwort nach Uhrzeit und Datum. 13 ist die Bestätigung zu 12. Zur Erinnerung, 12 war die sicherheitsbezogene Nachricht an einen Empfänger. An 15, Abfrage einer spezifischen Nachricht bei einer Station. Also die Möglichkeiten wären die Positionsmeldung Klasse A, dann eine Basisstation nach ihrer Meldung fragen. Okay, 5 weiß ich gerade nicht. 9 war der SAR-Fluggerät nach der Meldung fragen. 18 war die Status, also dynamische Daten einer Klasse B-Empfänger.
dann ein Navigationshilfsmittel nach seinem Status fragen und die statischen Informationen einer Anlage. Die Abfragen können durch eine Klasse A-Anlage erfolgen, durch ein SAR-Fluggerät oder durch eine Basisstation. Ja, dann die Meldung Typ 16, Wiederholrate für Stationen setzen. Meldung 17, Differential GNSS-Daten durch eine Basisstation, also das, was vielleicht als Differential-GPS bekannter ist, sprich eine Station, die genau weiß, wo sie ist, sendet Korrekturdaten, dass die Anlagen im Empfangsbereich dann ihre Position genau bestimmen können. Mit 20 kann sich eine Basisstation Slots auf dem Funkband reservieren. Mit 22 können die Funkkanäle gemanagt werden und mit 23 können ganze Gruppen von Stationen in ihren Eigenschaften umgestellt werden. Da gehe ich dann gleich noch genauer drauf ein. Also mit 16, 20, 22 und 23 kann dann also eine Basisstation in einem Bereich, der wo viel Verkehr herrscht, einzelne Stationen so umstellen, dass halt die Funkbänder etwas leerer sind, beziehungsweise mit 22 auch Anlagen auf andere Funkbänder als die Standardbänder verschieben. Ja, Grund dafür ist dann die Technik, also standardmäßig wird auf diesen beiden Kanälen gefunkt. Das wäre einmal 161,975 MHz und 162,025 MHz. Die sind im normalen Marinefunkband, also auch für die Sprachkommunikation drin. Und insgesamt werden in einem Frame von einer Minute länger 4500 Slots angelegt pro Kanal 2250, also die beiden Kanäle. Und die Sendeanlagen schicken ihre Nachrichten dann auch abwechselnd auf beiden Kanälen, so dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Daten noch ankommen, falls zufällig einer der Kanäle irgendwie gestört sein sollte. Und die Sende- und Empfangsanlagen arbeiten automatisch, sprich, sie schicken in regelmäßigen Abständen die Nachrichten raus, die sie rausschicken müssen. Und wenn so eine Anfrage kommt, dass irgendwelche Daten gesendet werden sollen, dann wird auch das dann automatisch bearbeitet. Ja, also 4500 Slots klingt ja jetzt recht viel. Allerdings schicken einzelne Sender durchaus häufiger als einmal pro Minute Nachrichten. Das ist abhängig von der Klasse, also Anlage A oder B, und von der Geschwindigkeit und dem Manöverstatus. Also Anlage A muss häufiger schicken als Anlage B, also bis 14 Knoten Geschwindigkeit alle 10 Sekunden oder alle 3 1/3 Sekunden bei Kursänderungen. Bei 14 bis 23 Knoten alle 6 Sekunden oder alle 2 Sekunden bei Kursänderungen und bei einer Geschwindigkeit über 23 Knoten alle 2 Sekunden. Bei Klasse B ist es bis 2 Knoten alle 3 Minuten, bis 14 Knoten alle 30 Sekunden, bis 23 Knoten dann alle 15 oder wenn die Funkbänder hoch
stärker ausgelastet sind, mussten Klasse B dann ihre Wiederholrate runter drehen, also auf 30 Sekunden oder bei höheren Geschwindigkeiten dann auf 5 bzw. 15 Sekunden. Ja, die SAR-Fluggeräte senden ihre Position alle 10 Sekunden. Der Aids to Navigation alle 3 Minuten, denn die bewegen sich ja hoffentlich nicht. Und die statischen Daten von einer Anlage werden alle 6 Minuten gesendet. Und die Wiederholraten bei Fahrzeugen in Fahrt oder auch für die anderen Meldungen, das ist auch etwas, was die Basisstationen, die für einen bestimmten das Gebiet die Verantwortung haben, dann hoch oder runter drehen können durch diese Änderungsmeldungen. Das kann gehen bis hin zu alle Stationen dieses Typs, also dieses Schiffstyps oder so, senden für 10 Minuten jetzt erstmal gar nichts. Ja, dann die in so einem Slot wird dann ein Datenpaket versendet. Dafür ist jetzt nicht sonderlich viel Platz. Also so ein Slot, der wird dann auf 256 Bit aufgeteilt, wobei da noch eine ganze Menge wegfällt, bis man dann bei den Nettodaten ist. Also 8 Bit gibt man, also den Zeitraum, der dann 8 Bit entspricht, gibt man dem Sender, um die Leistung hochfahren zu können. Dann haben wir eine 24-bittige Trainingssequenz, das sind abwechselnde Nuller und Einser. Dann ein 8-bittiges Start-Flag. Dann die eigentlichen Nutzdaten in Platz mit 168-Bit Platz. Dann haben wir 16-Bit als für die Fehlererkennung bzw. Fehlerkorrektur. 8-Bit als Endflag und dann noch 24-Bit Puffer, unter anderem um die Ausbreitungszeit berücksichtigen zu können. Da ja, die Slots abhängig vom Beginn der UTC-Minute angelegt sind und sich die Anlagen nehmen, Bereich darauf dann auch einigen müssen. Also dafür, dass es doch recht viele Daten sind, wie, also das Ganze, was ich vorhin genannt habe, ist recht wenig Platz mit 168 Bit. Deswegen werden die Daten einfach, aber durchaus effizient kodiert. Also Text wird in 6-Bit ASCII kodiert. Das hat mir vorher auch nichts gesagt. Also es sieht dann so aus, dass die ASCII-Zeichen auf den Positionen 32 bis 63 bleiben und die ASCII-Zeichen 64 bis 95 werden auf den Bereich von 0 bis 31 gemappt. Also das sind unter anderem die Großbuchstaben ab der Position 65. Also so, dass man dann insgesamt als Zeichensatz ja, Großbuchstaben, Ziffern und eine ganze Menge Sonderzeichen und Satzzeichen hat. Ja, und negative Zahlen werden im Zweierkomplement dargestellt. Ja, oh, dass man sich dann das dann ein bisschen besser vorstellen kann, wie das dann aussieht. Hier als Beispiel das Datenformat 1, also die Position und Fahrt für eine Klasse A-Anlage.
die Zahl ganz vorne gibt jeweils die Anzahl der Bits an, die für den entsprechenden Datentyp zur Verfügung stehen. Also 6 Bit für die Message-ID, 2 Bit als Anzeige, ob die Nachricht weitergeleitet wurde und wie oft sie weitergeleitet wurde. Dann haben wir 30 Bit für die User-ID, das ist dann üblicherweise die MMSI, also die sozusagen Telefonnummer der Funkanlage. 4 Bit für den Fahrstatus, wobei auch die 14 und 15 dann Deaktivierung seiner Notfunkboje ist. Also 14 als sie wurde aktiviert und 15 als sie wurde testweise aktiviert. Dann 8 Bit haben wir als Platz für die Drehrate mit Wert von 128 wäre, ja, diese Daten sind nicht verfügbar. Plus oder minus 127 ist, dreht schneller als 5 Grad in 30 Sekunden. Oder wenn ein Drehratensensor angeschlossen ist, dann wird das auf den Bereich von 0 bis plus oder minus 126 gemappt und geht dann bis zu 708 Grad pro Minute mit dieser Formel, die ich da angegeben habe. Sprich, die Genauigkeit nimmt mit höherer Drehrate ab. Ja, dann haben wir 10 Bit für die Fahrt über Grund bis zu 102,1 Knoten oder schneller als 102 Knoten oder mit dem Wert 1023 für ist nicht verfügbar. Dann ein Bit für ist die Position genauer als 10 Meter oder nicht. Dann haben wir 28 Bit für die geografische Länge und 27 Bit für die geografische Breite. Jeweils auch mit einem Wert für diese Daten sind nicht verfügbar. Und 12 Bit für den Kurs über Grund, wie vorhin schon gesagt, mit einer Genauigkeit von einem Zehntel Grad. 9 Bit für in welche Richtung zeigt der Bug. 6 Bit für die UTC-Sekunde. Dann haben wir 2 Bit als Anzeige für das Sondermanöver. Das hat man zum Beispiel auf Flüssen, wenn sich Schiffe sozusagen mit der falschen Seite begegnen, müssen sie das mit einer speziellen Tafel anzeigen. Und da wird dann dieser Indikator gesetzt. 3 Bit Reserve. Dann ein Bit, mit dem die Anlage angeben kann, wie gut der Empfänger arbeitet und 19 Bit für den Kommunikationsstatus. In dem Kommunikationsstatus wird dann auch noch genauer, also mit dem Kommunikationsstatus können sich dann auch Stationen ohne eine leitende Basisstation miteinander abstimmen. Also über die Zeit, die sie gerade verwenden. Das sind 2 Bit. Darauf gehe ich in der nächsten Folie noch etwas näher ein. Dann haben wir 3 Bit als Zähler für den Timeout, sprich eine Anlage, also eine Station, reserviert sich einen Slot für mehrere Minuten, also und nutzt diesen Slot im Band dann jeweils und zählt dann aber runter, bis sie den Slot wieder freigibt.
Und so dass dann alle anderen Stationen diesen Slot in einer Liste führen können, als zu dem Zeitpunkt wird der frei. Es kann also sein, dass ich den dann ab dieser Minute nutzen kann. Ja, und dann haben wir noch 14-Bit für weitere Daten. Das ist abhängig vom Wert des Slot-Timeout-Zählers. Also wenn der bei 3, 5 oder 7 steht, schickt die Station mit, wie viele Stationen sie empfangen kann. Wenn der bei 2, 4 oder 6 steht, schickt sie mit, welcher Slot diese Nachricht gerade ist, also von 0 bis 2249. Wenn der bei 1 steht, schickt sie das, was die Station als UTC-Zeit hat, mit. Und mit der letzten Nachricht in dem Slot wird dann mitgeschickt, wie viel weiter hinten dann der nächste Slot ist für diese Nachricht, also wohin, wo diese Nachricht dann in der nächsten Minute kommt. Ja, die Zeitsynchronisation ist durchaus relevant, wie ich ja schon sagte. Also da haben wir den Frame, der beginnt zur vollen Minute. Aber wie stellt man fest, wann die volle Minute ist? Also wenn man eine Quelle für die genaue Uhrzeit hat, wie zum Beispiel im GPS-Signal, dann setzt man diesen Marker auf UTC Direct, sprich, ja, ich habe die genaue Uhrzeit. Falls eine Station diese Information aus irgendeinem Grund nicht hat, aber Station empfängt, die dieses UTC Direct Flag gesetzt haben, setzen sich selber auf UTC Indirect. Falls sie aber nur UTC Indirect empfangen können, können sie diese Variante dann nicht wählen, um die Zeit zu bestimmen. Dann als nächstes Ungenaueres wäre, empfange ich eine Basisstation oder empfange ich mehrere Basisstationen, dann nehme ich die Basisstation, die die maximale Anzahl von Kontakten meldet und synchronisiere mich mit deren Zeitinformationen. Und wenn auch das nicht geht, nehme ich die Station, die ich empfange, mit den maximalen Kontakten und setze dann die Kennung auf Number of Received Stations. Damit wird dafür gesorgt, dass das System nutzbar ist, sowohl wenn man eine UTC-Datenquelle empfängt oder in einem vielbefahrenen Bereich ist, wo es dann Basisstationen gibt, als auch wenn sich einfach nur ein paar Schiffe irgendwo begegnen, die nicht mal die genaue Uhrzeit haben, dann können sie sich trotzdem dann können sie sich mit diesem Algorithmus trotzdem darauf einigen, welche Uhrzeit jetzt dann genutzt wird. Ja, genauso gibt es dann auch noch einen etwas komplexeren Algorithmus, wie Stationen eigentlich festlegen, welche Slots sie verwenden und welche Slots sie dann in den nächsten Frames verwenden können. Da bin ich aber nicht mehr genauer tiefer eingestiegen. Ja, aber für tiefergehende Fragen kann ich nur auf die Definition der International Telecommunications Union verweisen. Da ist das Protokoll auf mehreren hundert Seiten
sehr genau aufgedröselt. Also da habe ich auch dann einen Großteil der Informationen hier für diesen Talk rausgezogen. Also da findet man dann auch die Tabelle der 6-Bit-ASCII-Zeichen und die ganzen Message-IDs und ihre Strukturen genauer aufgeschlüsselt und so weiter und so fort. Ja, das war's. Dann gibt's Fragen? Da es keinen Herald gibt, dann bitte warten, bis das Mikrofon da ist. Hi, du hattest eben über die Aaton geredet. Ja. Das sind hier die Navigation Aids. Wie ist das? Sendet da jede Boje selber oder gibt es da eine Boje oder eine Stelle, die dann für alle anderen Bojen sendet? So wie ich das mal auf Karten gesehen habe, dürften die meisten Bojen schlichtweg nicht senden. Aber es gibt Sender, die auf Bojen montiert sind und da das dann anzeigen. Aber da kann dann durchaus eine Boje auch die Meldungen für andere Tonnen mit übernehmen. Oder auch die lokale Basisstation kann dann Meldungen verschicken. Also solche Aton-Meldungen, das kann dann sein, dass da schlichtweg nichts ist, aber die Meldung trotzdem auf die Karte zeigt. Also sowas wie, ja, hier fehlt eine Tonne, wissen wir, aber bitte darauf achten, die ist nicht da, und also nicht darauf verlassen, dass die da wäre. Wir sind aber noch nicht dazu gekommen, uns darum zu kümmern. Oder es scheint auch so genutzt zu werden, dass kurzfristig solche Hinweise gesetzt werden. Also ich habe irgendwie mal was kurz gesehen, wo solche virtuellen Atons gesetzt wurden, wo offenbar ein Fischereifahrzeug das Fanggeschirr verloren hatte in einem bestimmten Bereich. Danke. Ja. Sonst noch Fragen? Okay, sonst hätte ich noch etwas, was ich noch erwähnen könnte. Natürlich wird so ein System dann durchaus auch genutzt, um auch weitere Informationen mitzuteilen, an die man eventuell gar nicht gedacht hat. Sprich, Schleusenanlagen teilen darüber wohl auch ganz gerne ihren Öffnungszustand mit. Also, dass die Fahrzeuge, die auf eine Schleuse zufahren, es dann timen können, dass sie nicht vor der geschlossenen Schleuse warten müssen. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann hätte ich noch eine Frage ins Publikum, nämlich ein Schiff, was wir dann mal interessiert verfolgt haben, war die BBC Moonstone. Und da kam dann die Frage auf, ob offensichtlich ist, was das Schiff eigentlich an Deck geladen hatte oder nicht. Ich fand es offensichtlich, andere fanden es nicht offensichtlich, deswegen, wer sich sicher ist, zu wissen, was da geladen ist, bitte melden. Okay, ja, so 15% oder so würde ich schätzen. Also, ich bin mir sehr sicher, dass es sich dabei um die Flügel von Windkraftanlagen handelt und davon eine ganze Menge gestapelt. Okay, wenn sonst niemand mehr Fragen hat, letzte Chance, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.